legend. Put a nigga back to the record, baby, and give me the list right now. Was geht ab, meine lieben Freunde? Ich habe ein neues Video für euch am Start. Den Unlimited Money Glitch, den ja viele sagen, wurde ja gepatcht. Das ist so nicht ganz richtig. Er funktioniert noch weiter. Ich werde es jetzt einfach mal versuchen, euch zu zeigen, dass er doch noch funktioniert. Ihr braucht folgendes, wie üblich, die CEO Bank, die Tuning Werkstatt und einen Freund, der euch dabei hilft. Ihr solltet in einer Einladung geschlossen nur für Freunde sein. Ihr braucht die ganze Garage voll mit LEDs. Ich habe hier natürlich schon voll mit Retros, aber oben sind bei mir auch noch normale LEDs. Auf dem Stellplatz 6 braucht ihr den normalen LED. So müsst ihr ganz genau zuhören, was ich sage, genauso wie ich das tue. Also genauso solltet ihr das auch machen, dann macht ihr nichts falsch. Also euer Freund ist er ist in eurer Firmengarage und er startet einen Job von Rockstar erstellt. Und zwar am besten, wir können auch anders, also das ist der Job, der unter ein Job für ein Titan ist. Und zwar, wenn er auf den Job klickt, drauf drückt, dann kommt die Meldung, ob du auch sicher bist, dieses schwarze Bildschirm, ob du sicher bist, ob du die Mission wirklich machen willst oder betätigen willst. Also wenn jetzt euer Freund die Mission bestätigen tut, müsst ihr mit eurem LG RH8, sobald ihr ihn seht, dass er verschwindet oder er langsam durchsichtig wird, dann müsst ihr direkt in die Werkstatt reinfahren. Also das versuche ich jetzt mal. Ich habe dazu meinen zweiten Account. Also ich bestätige jetzt den Job. Zack. Und ich fahre jetzt sofort in die Tuning-Werkstatt rein. Jetzt ist es so, dass ihr ihn jetzt natürlich nicht in eurer Tuning-Werkstatt sehen tut, aber ihr könnt ihn jetzt dann sehen, nachdem euer Freund dann die Einstellungen bestätigt hat, aber nicht die Mission noch nicht gestartet hat. Also Moment, ich switch mal rüber zu meinem anderen Account. Making decisions is stressful. Also wie gesagt, euer Freund tut nur einfach unten die Einstellungen bestätigen, einmal, und dann werdet ihr sehen, ob da hinten ist er schon aufgetaucht. Das ist, was wir brauchen. Jetzt können wir unseren LG komplett aufrüsten. Einmal. Jawohl, jetzt ist der Wagen aufgerüstet. Wir steigen hier aus dem Wagen aus und laufen zur Firmengarage 1. So, wir sehen den Retro Custom hier noch stehen. Unser Freund ist auch hier. Ich switch mal schnell die anderen Retros um. Zum Beispiel hier stelle ich mir den dahin. Die versetze ich wieder nach oben. Und hole mir meine normalen RH8. So, jetzt steige ich in einen normalen RH8 ein. Hier in diesen schwarzen zum Beispiel. Und fahre damit natürlich in die Tuning-Werkstatt. Und dann sollte eigentlich folgendes passieren. Genau das, das sieht ziemlich freaky aus. Aber wir sehen, da ist unser Retro Custom. Jetzt steigen wir aus dem RH8 aus. So. Und steigen hier in unseren Retro ein. Und jetzt können wir ihn komplett auftunen. Leider müssen wir ihn natürlich reparieren. So, jetzt tunen wir ihn komplett auf. There it is.
ganz lustig aus, weil der RH8 noch im Weg ist, aber das ist egal. Qualm, also braucht ihr nicht unbedingt, aber ich mache es halt einfach, weil das ist eigentlich vom Verkaufspreis nicht viel. So, ihr steigt jetzt aus diesem Retro aus, Fahrzeug verlassen. Moment, ich habe noch was vergessen, und zwar die Hupe. Hupe, fortlaufend, das sind alles Teile, Stufe 90.000, jawohl. Fahrzeug verlassen. So, ihr geht jetzt wieder in die Firmengarage. Funktioniert hat. Ja, das sieht schon mal ganz gut aus, und da haben wir unseren Retro Custom. Jawohl, Glitch funktioniert immer noch. Ich dachte eigentlich, geht er nicht mehr. Also, ihr könnt es jetzt versuchen. Wäre geil, wenn ihr mich abonniert, mir ein Like da lasst. Ich mache hier noch ein bisschen für euch weiter, um zu schauen, ob das auch wirklich weiter noch funktioniert. Wir nehmen jetzt noch hier ein Retro, einen normalen. Zack. Es geht nämlich so weiter, dass ihr jetzt hier mit diesem hier wieder reinfahrt in die Tuningwerkstatt. Dann sollten wir schon sehen, dass das Auto wieder abspackt. Jawohl. Das sieht gut aus. Wir steigen aus dem hier aus. Steigen in den Retro ein und wechseln hier natürlich das Kennzeichen. Leider müssen wir es reparieren. Nummernschild. Und verlassen das Fahrzeug wieder. Firmengarage 1 rein. Und schauen, ob das Ganze noch funktioniert. Jawohl. So, jetzt könnt ihr eure Garage wieder vollklatschen mit den Retros und die dann verkaufen und euch zum Millionär machen. So, viel Spaß, lasst mir ein Like da, abonniert mich und Servus.